Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Happy Wheels, heute mit den Leveln von niemanden. Ich spiele einfach Dragon Ball Z Level oder Dragon Ball Level, weil ich gerade Dragon Ball gucke und das witzig finde. Hahaha. So, wir beginnen mit dem Level von Dragon Ball Kai Quiz. Okay. Oh Gott. Who do they first face? Raditz. Natürlich. Yeah! Stirbt Krillin auf Namek? Ja! Cool, dass das Loch so winzig ist. Das ist echt super angenehm und toll. Für den Char. Alter, ich komme doch nicht durch. Wie kann man nur so eine Scheiße erstellen? Ich verstehe es nicht. Gib mir doch einfach direkt den Char. Ich kann es nicht nachvollziehen, Leute. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen langweiliger für die Leute, die sich überhaupt nicht damit auskennen. Aber egal. Ist jetzt, oh Mann, ist jetzt halt ein bisschen Nische. Das heißt ein bisschen Nische, also. Ich erwarte eigentlich, dass das alle meine Abonnenten kennen, Leute. Das gehört zum Kanal dazu, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Aber der nächste Part sieht wieder normal aus. Ja, auf jeden Fall cool. Stirbt Son Goku bei den Cell-Spielen? Ja. Allerdings nur, weil er zu behindert ist, um sie noch wegzuporten. Ist Freeza ein Junge oder ein Mädchen? Danke. Da wollte ich unbedingt... Oh, cool, ich kann wieder zurück. Unbedingt wollte ich da rein. Och, Mann. Ich gehe jetzt hier raus. Das Level ist scheiße. Das ist einfach scheiße. Dragon Ball Z Fight 2. Oh, cool. Hä? Soll das ein Kamehameha darstellen oder so? Ich weiß es nicht. Ich verstehe das nicht. Ich habe mir ein paar Interviews dazu angeguckt. Lustigerweise wurde wohl vor kurzer Zeit ein Synchronsprecher davon interviewt. Und zwar Sandro Blüme auf dem Kanal Sag mal TV. Das ist irgendwie 2 Monate alt oder so, also relativ aktuell. Und das war der Synchronsprecher von Son Gohan, allerdings der jüngeren Version. So sprich, Cell Saga und Freeza Saga. Kamehameha, Kamella. Hä? Fusion? Okay. Oh, okay, ja, das ist okay. Sollen wir das jetzt irgendwie was sagen? Ich meine, okay, natürlich verstehe ich die Begriffe, aber auch wenn mir Kamella nicht unbedingt was sagt und das wahrscheinlich ein Witz sein soll, aber ich weiß nicht. Fusion! Ja! Yeah. Oh, nee, komm. Na, puh. Gut, dann sterben wir halt nicht. Dragon Ball Quiz. Und da hatte ich mir natürlich nicht nur das Interview angeguckt, sondern auch noch andere. Ich finde es ein bisschen schade, was heißt schade? Es ist klar, irgendwie ist es logisch, besonders weil bestimmte Leute auch in einem anderen Alter sind. Aber ich finde es irgendwie schade, dass einige sich gar nicht so damit auskennen, was sie denn, okay, gemacht haben, synchronisiert haben. Bezieht sie nicht auf Sandro, sondern auf jemand anderen. Der dessen Name nicht genannt werden darf. Denn Sandro ist da wohl eher das... Oh Gott, genau Gegenteil. Nein! Ach man! Der mochte das nämlich total gern. Ich meine, ist auch meine Generation, ist ja klar. Und er kennt sich damit wohl auch gut aus. Ist ja auch klar, weil das in meiner Generation total angesagt war. Ja, Goku hat einen Bruder, das stimmt, ja. Raditz. Das war zu einfach. Der nächste wird heftiger. Aber ist ja klar, es gibt viele, die sich nicht unbedingt für ihren Job interessieren. Die machen einfach nur und kriegen dann halt ihr Geld. What's the name of the anime in the Burdock episode? In was für einer Episode? Chilled würde ich jetzt mal verneinen. Ah, stimmt aber. Ich habe keine Ahnung, was der meint. Ich habe keinen Plan. So.
Oh Gott. In der Freezer-Saga wird er zum ersten Mal zum Super Saiyajin. Oh Gott. Wer gibt Son Goku die Medizin? Bulma, Trunks oder Chi-Chi? Naja, Chi-Chi verabreicht ihm wahrscheinlich die Medizin auch des Öfteren, aber Trunks hat ihm die gegeben. Ja, cool. Das habe ich erfolgreich gelöst. Richtig schön. Richtig schön. Habe ich schon erwähnt, dass wenn ihr euch das Interview anguckt, dass ihr euch nicht wundern braucht, dass ihr ihn nicht raushört, weil ist ja klar, er hat das als Kind gesprochen und er klingt mittlerweile natürlich ein bisschen anders als vor 15 Jahren. Dragon Ball Battles. Wollen wir da rein? Ja, komm, da will ich rein. Da will ich jetzt rein, Leute. Oh nein. Ah! Oh Gott. Ey! Ey! Oh. Kill Gohan. Okay, irgendwas bringt ihr da durcheinander. Ich kann ja für alle... Okay. Okay. Ich lebe ja noch. Lass mich... Oh nee! Ah. Okay. Ich bin tot. Das ist richtig schade. Das ist natürlich richtig schade. Questions. Nehmen wir das. Okay, ich krieg Krebs. Durch die Farbe. Erste Frage. Oh Gott. Oh nein, nein, nein. Ich brech mir doch mein Rücken. Hilfe. Oh. Nein. Oh, da wollte ich doch gar nicht rein. Das sind anscheinend immer dieselben Fragen. Wo wurde er zum ersten Mal zum Super Saiyajin? Obwohl, ne, transformieren könnte man auch anders interpretieren, aber gut. Reicht anscheinend. Wieso konnte Son Goku nicht gegen 10-19 kämpfen? Ja, er hatte ein Problem mit seinem Herzen. It was heart trouble. Oh Gott, mein Kopf. Nein. Ja, ich hab's. Ich hab den Tumor besiegt, Leute. Ich hab ihn besiegt, ja. Yeah. Kann ich mal bitte da drüber... Alter, ich krieg Krebs. Oh Gott. Was? Porunga, Xinglang, Shenlong. Okay, Porunga. Ja, okay. Das war jetzt irgendwie... sehr merkwürdig formuliert, würde ich mal sagen. Das Ende? Ja, oh, ich würde da gerne hin, aber wie man sieht, habe ich hier anscheinend gerade irgendwelche Probleme. Oh Gott. Okay. Naja, bis auf diese Fortbewegungsprobleme ging es eigentlich. Wäre das eigentlich echt toll. Dragon Ball Episode 1. Okay. Ich trainiere mit meinem Freund Gohan. Ah! Nein! Wer bist du denn? Basenko! Oh nein, ich werde von einem heftigen Affen besiegt. Oh Scheiße. Ja, guck mal. Ich kann die Zukunft voraussagen. Alter. Big Tree Cannon. Okay, das Level ist mir ein bisschen zu durcheinander. Was gibt's denn hier noch? Museum. Okay. Hä? Ach, Leute. Das ist Son Goku in der Super Saiyajin Form 1. Ja, ja. Ja, ja. Komm, einfach, das ist jetzt mein neues Fortbewegungsmittel. Hier ist Son Goku und sein Kamehameha. Schaff's das. Oh nein. Oh, ich hab's direkt wieder. Ja. Kann ich überhaupt lang? Ja, kann ich. Das kann ich. Ich werde Sieger sein. Ich hab's drauf. Ich gehe durch die Kunden. Ja, das ist ein anderer Anime. Ach mal. Doch komm, ey. Was krüppel ich denn hier so rum? Gut. Anscheinend. Rating. Playcount. Okay, nehmen wir das. Son Goku, Son Gohan.
Ja, okay, die Haare sehr schön dargestellt. C18. Freezer, okay, der gerade den Planeten zerstören will. Ach, ist das schön. Hä? Soll ich da jetzt lang, oder? Ich verstehe das Spiel nicht. Nein! Oh, ich hasse mein Leben, ey. Ich hasse mein Leben. Okay, wisst ihr was? Wir geben jetzt nochmal Rope Swing ein. Und schauen uns dann hier ein bisschen um. Rope Swing Challenge. Okay. Yeah! Boah, das war aber richtig knapp. Hui. Oh Gott. Nein, 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 nein. So nebenbei erwähnt, Synchronsprecher war, glaube ich, schon relativ früh so ein Job, den ich total interessant fand. Nein. Nur leider habe ich da nie eine Chance drin gesehen, weil meine Stimme nicht dafür gemacht ist. Was? Was wollen die von mir? Ich verstehe das nicht. Oh, nee. Witzig ist aber, dass, ich meine, ich habe ja jetzt keine krebsige Stimme oder so, aber es ist einfach keine, die man jetzt so einordnen würde. Ich habe eine recht besondere Stimme, das weiß ich. Das liegt auch wahrscheinlich an meinem Asthma, was ich in der Kindheit extrem stark hatte, habe ich ja schon mal erzählt. Aber, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, durch die Reichweite von YouTube wäre es halt echt nicht gerade schwer, eine Synchronsprecherrolle zu bekommen. Zumindest eine, die mich interessiert oder so. Problem da ist nur, oh Gott, ich müsste ins Studio. Und wie ihr wisst, habe ich da eine Null-Toleranz, oh Gott, Regel, was das Auftreten angeht. Das heißt Auftreten, klar sind dann da wahrscheinlich 5 Leute, die ich das Ganze dann schnell aufnehme, aber die Gefahr ist mir einfach zu groß, irgendwo hinzugehen, wo man auch noch weiß, wer ich bin und was ich mache. Diese, da habe ich halt einfach, wie gesagt, eine Null, oh Gott, eine Null-Toleranz-Grenze, das geht hier ab. Da gehe ich gar nicht erst irgendein Risiko ein. Versteht ihr das? Wenn nicht, dann seid ihr dumm. Oh Gott, oh nee. Oh nee. Oh Gott, nee. Nein, nein. Ah, fuck, ey. Oh nee, ey. Stellt euch mal einen Anime vor, wo die behinderte Stimme gebraucht werden würde oder wo die passend wäre. Hey, ja, Leute! Das wäre so kacke. Aber so was könnte man eigentlich mal selber auf die Beine stellen. Der Tadel hatte da mal irgendwie die Idee, selber was zu animieren. Aber ihr kennt ja Tadel, ist genauso faul in gewissen Dingen wie ich. Deswegen wird daraus wahrscheinlich nie was. Aber man könnte sich da eigentlich mal mit irgendwem zusammentun. Oh nein, der solche Sachen animiert. Jetzt nicht so in Minecraft oder so, wie man das von Herr Bergmann kennt, sondern richtig animiert. Das heißt richtig animiert. Also halt selbst gezeichnet, ja. Oh na, was war das denn für eine... Boah, heftig, ey. Ist das eine Scheiße? Nein! Ah! Oh. Nee! Oh. Ach so, okay, ich dachte schon, ich hätte es verkackt. Hä, was geht denn da ab? Ach so. Okay, warte. Ja, so geht's. So wird's gehen. Komm schon. Ja! Oh nee, halt dich fest. Oh ja. Oh ja. Und? Cool. Das klappte durchaus gut. Dann würde ich sagen, wartet hier mit dem Part. Wenn ihr dann bewerten würdet. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wollte noch was gesagt haben, aber ich wusste nicht mehr was. Bis dann, tschüss.